auch schon mal drin. Aus reiner Neugierde. Das muss ich dazu sagen. Ne? Die Reste noch gesehen. Ja. Also die Ruine, ne? Die Mauern und ein Stück vom Gebäude. Das war ja nun auch eine böse Zeit. Ja. Es geht nicht mehr. Eine Rewe-Kaufhalle, in der ich gerne einkaufen gegangen bin. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Alte Rewe bzw. Nahkauf. Also ich weiß, dass früher mal ein Mehrfamilien-Wohnblockhaus gestanden hat, sozusagen noch aus DDR-Zeiten. Hier stand mal, wenn ich mich nicht recht entsinne, eine ehemalige Synagoge, wenn ich mich nicht recht entsinne. Oh, ich wusste erst mal gar nicht, dass da eine Synagoge stand. Die frühesten Nachweise jüdischer Mitbürger im thüringischen Gotha stammen aus dem Jahr 1250. Infolge von Gesetzen zur sogenannten Niederlassungsfreiheit steigt die Mitgliederzahl der jüdischen Gemeinde ab 1848 stetig an. Nachdem zunächst nur einzelne Räume in Wohnungen als Gebetsstätten genutzt werden, kommt es 1902 zum Baubeginn einer Synagoge in der damaligen Hohenlohestraße 1, heute Moslerstraße. Bei ihrer Einweihung am 11. Mai 1904 sind neben dem Oberbürgermeister, mehreren Räten und Ministern auch Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche anwesend. Die jüdische Kultur wird damit ein anerkannter Teil der denkwürdigen Residenzstadt. Mit 494 jüdischen Einwohnern erreicht Gotha 1933 einen Höchststand, der in den Folgen der NS-Zeit jedoch nicht lange anhält. Bereits 1933 wird in der Zeitung Der Israelit über die Einschränkung und Ausgrenzung des jüdischen Lebens in Gotha berichtet. In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wird die Synagoge in Brand gesetzt. Die Feuerwehr wird gerufen, um den Brand zu kontrollieren, damit keine Nachbargebäude Schaden nehmen. Die Synagoge brennt bis auf die Grundmauern ab. Im Gotha Beobachter, einer NS-Tageszeitung, wird am 11. November 1938 über die Ereignisse jener Nacht mit folgenden Worten berichtet. In der Mitternachtsstunde erreichten diese Demonstrationen ihren Höhepunkt. Jedoch vollzog sich alles reibungslos und in geordneter Disziplin. Keinem Juden wurde auch nur ein Haar gekrümmt. Aber ihre Synagoge musste dran glauben. Dieser Ausbruch der Empörung war unvermeidlich und die Juden haben sich die Folgen selbst zuzuschreiben. Die Juden drinnen und die Juden draußen, das ist ja alles eine Judenschaft. 1988, ganze 50 Jahre später, wird am Standort der Synagoge ein Denkmal errichtet. Im Rahmen von Bauarbeiten wird es im Frühjahr 2019 entfernt, um es anderthalb Jahre später in neuer Gestaltung in ein dort errichtetes Shoppingcenter zu integrieren. Also ich brauche beim Einkaufen nicht die Erinnerung. Das wird die meisten auch nicht interessieren, glaube ich nicht. Es ist zumindest ein Vorteil, dass man an die Stelle das wieder hinstellt und nicht einfach sagt, gut, das war's, das räumen wir jetzt weg und erledigt. Da halte ich auch nichts davon. Das ist kein gutes Omen. Geschmackssache, aber die hat nun mal die Synagoge gestanden. Insofern kann ich mich damit identifizieren. Ja, ich denke mal, es wird viel umstritten sein, denke ich mir mal, aber es wird, denke ich mal, auch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil sonst war ja immer nur der Stein. Und jetzt ist es eben halt irgendwo integriert, wo auch viele Menschen, denke ich mal, ihren Weg sich durchlaufen gehen. Keine Ahnung. Und es wird, denke ich mal, mehr Aufsehen noch erregen. Vielleicht wäre auch was schön gewesen zum Begehen oder so. Was ein bisschen mehr Raum fasst, weil die Synagoge ist jetzt ja auch kein kleines Gebäude oder so. Da sind ja auch früher Menschen drin. Also ich hätte mir das schon grundsätzlich anders vorgestellt hier. Ich finde, das ist eine gute Umsetzung. Na gut, in Bezug darauf, dass jetzt hier dieses Center hinkommt, hätte man natürlich keine neue Synagoge hinstellen können. Aber es bleibt in dem Falle halt als Erinnerung gewahrt. Und ich hätte es mir vielleicht ein bisschen zentraler, weil die steht ja jetzt an der Wand und du läufst ja dran vorbei. Du nimmst sie erstmal in der Sekunde nicht wahr. Ja, ich persönlich bin nicht begeistert davon. Das finde ich gut, wenn Sie das machen würden. Es ist ja irgendwie doch ein historischer Platz gewesen. Er würde
dem mehr gerecht werden, was eigentlich geschehen soll, damit nämlich erinnern an das, was damals geschehen ist. Tja, Badegestaltung, das ist nicht so meins. Also sieht nicht schlecht aus, das Denkmal. Ziemlich groß, ziemlich klobig, finde ich. Also es hätte anders sein müssen. Definitiv anders. Schicker. Es hätte schöner sein können. Na, auf den ersten Blick gelungen. Ich bin nur gespannt, wie lange es so aussehen wird. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Gerade in der heutigen Zeit, die doch immer wieder geprägt ist von nationalsozialistischen Einzeltätern, die wild durch die Gegend schießen, ja, siehe Halle oder auch rechtsextreme Vereinigungen, finde ich das sehr, sehr wichtig, dass an die jüdische Gemeinde in Gotha oder auch an die Synagoge erinnert. Wie ich schon vorhin gesagt hatte, die Glaubensrichtung ist für alle Leute offen. So, und wenn es viele gläubige Leute gibt und es ist ja auch irgendwas geschehen in dieser Richtung, sollte man doch daran erinnern, was die Vergangenheit bedeutet hat. Ja, weil wir eine historische Verantwortung tragen, dass nichts vergessen wird.